Und damit herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, wir haben ja aufgehört, hatten in der letzten Folge eine Menge Action. Und ja, neue Aufnahmesession. Ihr seht, ich bin ein wenig näher an der Kamera. Ich muss hier übrigens so mal ein klein wenig ein Stück rücken. So. Ja, neue Aufnahmesession für mich auch. Ich hatte eine längere Pause auch gehabt. Und ich nehme dieses Video auf. Kurz bevor Folge 30 rauskommt. Und ich bin noch nicht ganz schlüssig. Hast du getötet, Ruben? Meint er etwa Ruvik? Kapitel 10. Die Werkzeuge des Meisters. Und sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall... Dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Aha. Okay. Okay. Ganz große Segen. Ich muss dazu sagen, ich habe ein wenig irgendwas unter der Zunge sitzen. Ich hoffe, man. Ich hoffe, Oh, Hagel. Ich hoffe, das stört nicht beim Reden. Also, ich meine, es stört ein bisschen, klein wenig steht, stört es beim Reden, aber ich hoffe, man hört es nicht. Da haben wir wieder einen Safe Point. Da können wir gleich wieder zu unserer Friseuse gehen. Und ein. Neue Notiz. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? Wer nochmal von vorn. Also, mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Und Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch ihre Stimme von meinem süßen Jungen. Sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Okay. Das stimmt allerdings. Ich muss übrigens mal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ich habe eine längere Aufnahmepause wohl bemerkt, wie gesagt, gehabt. Und weil ich relativ viel die Crew-Beta gespielt habe, Alter, diese Segen, die machen mir jetzt schon Sorgen. Nicht wundern, wenn ich immer so ein bisschen so nach da gucke. Ja, da liegt meine Uhr. Also mir ist aufgefallen, ich hatte ab und zu ein paar Fehler von meinem Handy drin. Wer ist der Typ nebenan? Gehen wir doch mal gucken. Das ist. Schauen wir mal nach, wer das sein kann. Uah, jetzt fällt mir noch beinahe mein Mikrofon um. Will ich da wirklich reingucken? Ich gucke da rein. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Okay. Solange wie er es tut. Das heißt also, wir bleiben so lange hier,
bis wir Ruvik aufgehalten haben. Und... okay. Haben wir einen neuen Zeitungsartikel? Ja! Jawohl! Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Genau, jetzt bekomme ich eine Nachricht. Na super. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatriz Victoriano wurden im Wrack eines Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Mag vielleicht Ruvik da seine Finger im Spiel gehabt haben bei dem Autounfall? Na, wir wissen es nicht. Habe ich noch ein paar Schlüssel? Können wir mal gucken. Mama macht die Tür auf. Meine Güte, wie langsam er aber auch wieder die Türen aufmacht. Wie habe ich das vermisst? Nein, wir haben keinen Schrank mit. Ah, wir können aber hier ein wenig Munition. Munition mitnehmen. Munition. Okay, ansonsten haben wir nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir die Karte noch fertig bekommen in diesem Spiel. Ich gedenke, dieses Spiel noch mal in der Let's Play Live Show zu zeigen. In einem, ja, kleinen Speedrun oder sowas. Aber da muss ich noch mal gucken. Also wie gesagt, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. So, dann schauen wir mal. Dumm. Was haben wir denn? 7700. Können wir uns davon was leisten? Ich würde gerne kritischen Schaden. Schauen wir mal. Würfen. 20.000. Da müssen wir ein bisschen sparen. Und 12.000. Hatte ich nicht gesagt, wir wollten sparen? Ach, wir sparen das einfach. Ich bin jetzt einfach mal so ein Sparfuchs. Haben wir eigentlich noch irgendwie... wie war denn nochmal das? Ah, okay. Ja, wir haben noch eine Spritze. Die gönne ich mir mal. Ja. Denn ich weiß nicht, was jetzt gleich kommt. Und ich will es auch ganz ehrlich gesagt nicht rausfinden, denn... ihr wisst alle, seitdem ihr die letzten Folgen gesehen habt, wie ich mich erschrocken habe zwischendurch oder zeitweilig. Oh, da liegt was. Oh, ein Gefrierbolzen. Mir ist aufgefallen, ich habe ganz selten mal den Gefrierbolzen und sowas ausprobiert. Ich werde mal gucken, kann ich welche herstellen? Okay. Ja. Werden wir die Waffe dann mal demnächst mal verwenden, den für die Qualen am Brust. Aber jetzt schauen wir erstmal uns hier um. Und gucken mal, wo wir hinkommen. Oh mein Gott, das sieht ja sehr einladend hier aus. Oh nee, es geht tiefer. Oh, Pistolenmunition. Nehme ich doch mit. Noch mal ducken. Ach so, okay. Hilfe. Ich würde gerne die. Wo ist denn der Faden? Ich sehe den Faden nicht mehr. Kann ich das entschärfen? Kann ich anscheinend nicht. Boah, diesen Faden, den sieht man aber auch ohne Licht gar nicht. Wie geil ist das denn? Ich traue den ganzen Braten hier nicht irgendwie. Sehe ich durch diese scheiß Laterne, sehe ich nichts. Oh, was? Schreck mich doch nicht so. Ich bin angespannt, man merkt's. Und ich frage mich, warum wir so viel... na toll, jetzt kriege ich wieder so viele Klamotten hier. Naja. Okay, wir können, glaube ich, nochmal was herstellen, ne? Kann das sein? Ja. Ein Blitzbolzen.
Oder Blendbolzen. Sehr schön. Und da haben wir auch nochmal einen Sprengbolzen und... Oh, Shotgun Shells. Yeah, geil. Auf jeden Fall erstmal nachladen. So, wir haben auf jeden Fall alles nachgeladen. Das ist sehr schön. Ich werde trotzdem nochmal geduckt bleiben. Wie gesagt, ich traue dem den ganzen, oder? Ja, geht er gerade noch nicht in die Stacheln rein. Warum rennst du denn so? Hier gibt es schon wieder so viele Wege. Ich weiß gar nicht. Das klang so, als würde da jemand gefoltert werden. Sind wir vielleicht in einer Folterkammer? Das kann... Oh, da lag was. Oh, hat mich. Sind wir in einer Folterkammer vom... Sind wir vielleicht in der Folterkammer des Krankenhauses? Oder der Anstalt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht rausfinden. Boah, dieses... Ah, das ist alles so eklig. Warum habe ich nur das Gefühl, dass die Tür hinter uns zufallen wird? Was? Wir sind irgendwie in so einem Zellentrakt und hier sind überall Fallen. Was ich zumindest gerade so gesehen habe in meinem Lichtchen. Da ist zum Beispiel eine Falle. Und hier sind überall Zombies hier. Oder was auch immer es sein mag. Ich hoffe, ihr seht was. Ich... Ich würde ihn gerne von hinten killen. Ich weiß noch nicht mal die Taste, welches es ist. So, wenn er sich jetzt umdreht, versuche ich mal dahin zu gehen zu ihm. So, schauen wir mal. Oh, warte. Nein, was machst du denn? Mann, Basti. Okay, hier ist eine Falle an der Wand. Und da ist auch eine Bombe da drüben. Uah. Der Drecksack klettert sogar über Mauern. Schön langsam, Basti. Schön langsam, genau. Ja, jetzt. Jetzt. Ja. Schlaf ein. Nein, du sollst die Fackel nehmen, Mann. Basti. Traue ich mich? Ich traue mich. Oh, war das knapp. Oh, Leute, war das knapp. So, dann schauen wir mal. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe aber auch nichts. Das ist so gemein. Scheiße, ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. Was? What the fuck ist das denn? Und wo ist der scheiß Scharfschütze? Willkommen im Zirkus! Jawohl! Die nächsten Tickets bitte bei der Hannelore an der Kasse lösen! Ja, irgendeiner schießt da, ja, aber die Frage ist nur wo. Das heißt, wir haben unser Scharfschützengewehr, das können wir nochmal ausprobieren gleich. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter, womit wir nach oben kommen. Ich werde trotzdem nochmal eben kurz schauen, ob ich den Drecksack irgendwo sehe. Entschuldige bitte für die Ausdrücke, aber. Das ist ein kleiner Drecksack, das heißt, der muss da. Da oben sitzt der. Ah, ja, okay, mein Freund.
Dann schauen wir mal, dass wir ihn da irgendwie rausbekommen. Was? 15 Minuten schon? Ist ja der Wahnsinn. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Es ging jetzt so flott. Wir haben schon 15 Minuten gespielt. Unglaublich. Boah, was ein Brummer. Boah. Noch eine Runde und noch eine Runde. Und da ist eine Bombe, sehe ich gerade. Oh, der Brummer kommt. Der Brummer kommt. Der Brummer kommt. Der Brummer kommt. Psst. Der hat voll die Glasscheibe in der Birne. Schlaf, mein kleines Moppelchen. Parkposition erreicht. Abgeschnallt. Okay. Der macht irgendwie Patrouille, sieht zumindest so aus. Oh, der eine Knarre. Das heißt, am besten wäre, wenn wir den... Sind das denn jetzt Zombies oder sind das irgendwie verschandelte Menschen? Oh, da ist schon wieder das Fahrgeschäft. Ja, sehr schön. Komm, 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 komm. Yes. Ist ja das reinste Paradies hier, was ich da gerade sehe. Oh mein... Ja. Ganz viel Haargel für unseren nächsten Friseurbesuch. Oh, was haben wir da? Ui. Das alles mit Schleichen. Geil. Schau mal, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Sieht aus wie eine neue Waffe, oder? Ah nee, Batterie. Diese große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Aha. Habe ich die jetzt im Inventar, oder was? Nee. Okay. Das ist nur ein Objekt, was man mitführt dann noch. Ich frage mich gerade, wo der Scharfschütze sitzt. Hey, ist ja cool. Wer baut denn sowas? Ist ja mal voll Porno. Wo war denn dieser scheiß Scharfschütze? Saß der da oben? Da liegt noch Munition. Da ist er, ne? Oder kann das sein? Ja, da ist der Scharfschütze. Ach, da sind zwei. Oh, fuck, 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 fuck. Duck dich. Basti, duck dich, Mann. Wie fies, dass da zwei sind. Das ist gemein. Das ist sehr gemein. Mann, ich manchmal Mund. Schieß. So, Nummer 1 ist weg. Zeig dich. Yeah. Auf jeden Fall. Also bin ich ganz ehrlich, ich würde gerne mal mitfahren, also schon cool. Hab ich ganz vergessen. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Oh Mann. So, wir müssen auf jeden Fall dann nach unten nochmal. Das war wahrscheinlich hier nur so eine Zwischenstation. Oh. Hätten wir beinahe jetzt übersehen. Seht ihr? Ich werde die Bombe trotzdem da mal liegen lassen. Weil ich habe Angst, dass wir die nicht richtig entschärfen und dann nachher unsere Lebensenergie flöten geht. Und wir haben ja sowieso nicht so viel Lebensenergie. Warum habe ich nur so das Gefühl, dass da unten schon wieder jemand sitzt? Oder ist? Naja. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. The Evil Within an dieser Stelle und dann geht's weiter hier im... Ja, Vergnügungspark des Todes und dann schauen wir mal, was uns am Karussell so erwartet. Also, schaltet nächstes Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss.